Also bei Frankreich gegen die USA tippe ich auf 2:1 für Frankreich. Und das andere Spiel wird, glaube ich, sehr viel spannender. Japan gegen Schweden. Da tippe ich auf 0:1 für Schweden, obwohl ich mir eher wünschen würde, dass Japan gewinnt, weil vor dem Hintergrund, was in Japan gerade an Schicksalsschlägen gab, glaube ich, dass das für die Japaner verdammt gut wäre, wenn diese sehr fitte Mannschaft und sehr schnelle Mannschaft hier gewinnen würde und vielleicht dann sogar auch im Endspiel gewinnen könnte.